Kannst du vielleicht Chinesisch, kannst du es mir übersetzen? Ich habe vorher einen gefragt, der war Koreaner. Er meinte, das ist chinesische Schrift auf jeden Fall. Ja, ich hab deine Mutter Wirklich? gef. Ja, ich küsse dein Herz. Ich habe ein paar Fragen, darf ich dir sie stellen? Ja, klar. Meine Nummer kriegst du, genau. Ich bin Single. Ja, tatsächlich bin ich Single. Und ja, du kommst in Frage. Ich liebe Schokolade. Alter, ich liebe auch Schokolade. Manchmal, wenn ich alleine und einsam bei mir zu Hause sitze, reibe ich mich mit Schokolade ein. Du bist komisch. Ist das komisch? Nein, das ist eine Art Hobby, würde ich sagen. Mit Schokolade einreiben. Weil dann habe ich Probier's so das aus. Gefühl, einmal so süß zu sein wie du. Ach, komm, hör auf. Hör auf. Auf. Gib mir deine Nummer. Was? Was? Ich habe, by the way, heute Geburtstag. Und wirst du 18 und willst deine Unschuld verlieren? Nein, ich werde nicht 18. Wie alt? 15. Ich merke schon, ich mag deinen Look mit diesen goldenen Ketten und diesen Sheesh. Du bist heftig unterwegs, ich merke schon. Du gehst bestimmt eine Menge bei Zalando einkaufen, oder? Nein. Sondern? Zara, Shein und so? Shein. Ich hoffe, I'm in. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Diese ganzen Flaschen. Hi. Ich bin doch keine Flasche, ich bin ein Stier. Ey, schmeckt dieses Monster? Ja. Ja, passend zum Monster Buddy mit dem. Mo Du Scheiße. Lass es. You are crying. Where are you from? Germany. Wieso redest du Englisch mit mir? Bist du so eine? Benutzt du viele Anglizismen? Was für Dinge? Okay, ich bring's dir bei, okay? Du holst dein Handy raus. Fragen. Du holst dein Handy raus, ja? Hab ich, ja. Okay, dann gehst du auf WhatsApp und dann gibst du mir deine Telefonnummer und dann schreiben wir ein bisschen. Da hast du recht gehabt, danke, dass du es gibt. Da hast du recht gehabt. Hat der Halt Mord deinen um Schnauz. Deinen Schnauz. Ja, ich erinnere mich. Und hast du das YouTube-Video gesehen? War heftig, oder? War heftig. Das habe ich nochmal gesagt. Ich habe irgendwas zu dem Herzen gesagt, ne? Ja, und irgendwas zu meiner Schwester. Weil du hast eine achtjährige Schwester. Richtig. Und ich habe es mir gemerkt. Weißt du, wieso ich es mir gemerkt habe? Weil du mir wichtig bist. Psych, denkst du? Wow, das ist eine neue Halskette. Nee, die habe ich schon lange. Aber Angel? Ja. passt zu mir, ne? Ja, hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist. Ey, habt ihr was dagegen, vielleicht in einem YouTube-Video vorzukommen? Na, alles gut, kannst du Okay, machen. mega geil, so wie ihr. Oh. Oh, du, okay. Ja, wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 19. Wann wirst du 20? Im Januar. Nächstes Jahr praktisch, also. Ich bin älter als du, also es wird leider nichts, tut mir leid. Ja. Es scheint vielleicht nicht so, aber ich bin extrem reif. Nein, hast du dir schon gesagt? Nein, 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 nein. Nein, das war ein Witz. Das war jetzt noch auf der Humorebene, okay? Okay, wir gehen jetzt aus der Humorebene in die Dating-Ebene, okay? Ach, in die Dating. In die Dating-Ebene. Du siehst heute extrem attraktiv aus. Ah, ja, genau. Ja. Oh, ist das immer schön. Ihr seid schön. Sag mir, wer es war und ich mache ihn fertig. Nur Schminke. Okay. Darf ich abschleckern? Ey, was geht? Hi, wie geht's? Also, wie geht's? Hi. Nein, was macht ihr da in der Küche? Habt ihr euch einen schönen Tee gemacht? Yep. Ich bin nicht so der Teetrinker. Ich eigentlich auch nicht, aber Waldfrucht geht immer klar. Aber heute brauche ich erst recht keinen Tee mehr. Du bist für heute schon heiß genug. Guck mal, ich Ja. habe was vorbereitet. Ich dich aber nicht. War ein Joke. Er hat gesagt, sie glaubt, dass du hübsch bist. Sie glaubt, dass ich hübsch bin. Also bei ihr weiß ich, dass sie hübsch ist. Woher kommst du? Aus Hessen. Wir nicht. Kommt ihr aus gut aussehen Pakistan? Was mögt ihr für eine Musik? K-Pop. R&B. Also gegen Rock. Pop pennen habe Pop. ich. Okay, es war ein Joke, Wo okay. haust du die bitte raus, like? Doch, ich sehe deine Nase. Aber nicht die komplette. Aber den Ansatz. Das stimmt. Okay, ich spüre da einen Ansatz. In meiner Hose, weil ich mir gerade in die Hose gekackt habe. Chillig. Sollen wir auf Kommando nochmal kacken? Okay, 3, Zwei. 2, 1. Und magst du so die spanische Vibes? Oh ja. Ich sehe nicht so spanisch aus, aber ich kann ein bisschen Salsa.
Zeig mal. Oder war das was zu essen? Okay, soll ich dir zeigen? Warte, ich zeig dir. Bruh. Okay. Komm aus Baden-Württemberg. Aber ich glaube, selbst in Baden-Württemberg kannst du noch was von mir haben. Warum? Weil ich einen extrem langen Penis. Nein, Joker. Was ist mit dir? Warum bist du so? Was ist das? Ey, Junge, was passiert? Nichts, egal. Nein, erzähl. Ich hab mir ein Jetzt seid ihr Hippies. Ihr seht so hip aus. Ja, bist du ein Hippie? Ja, ich wär Hip-Hop gern auf dir drauf. Wir hatten uns schon mal. Ja, was hab ich dann zu dir gesagt? Als du erfahren hast, wie alt du bist, hast du mich geskippt. Das hört sich nach mir an. Chill kurz, ich suche ein Stift, aber... Du kannst meine Nummer vielleicht nochmal vorlesen, damit da auch kein Fehler ist. Das ist keine Nummer. Oh. Dir kenne ich dich? Ja, wir kennen uns. Wir gehen auf dieselbe Schule. Nein, das glaube ich nicht. Auf welche Schule gehst du? Oberschule Nünchritz. Genau, Nünchritz. Ich wäre gern in deinem Schlitten. Ach, du schon wieder. Du schon wieder. Sollen wir wieder eine Runde Auf uns. Auf uns. Was hast du da für ein schönes Landbier? Mönchshofener Landbier. Hast du eben noch den Acker gepflügt? Warum? Wie kommst du drauf? Weil ich gern meine Samen verteilen würde. No homo. Okay. Alles gut. Da bist du immer noch Single? Und hat OMTV noch nicht den passenden gefunden? Um ehrlich zu sein, ich bin hier nicht auf der Suche nach jemandem. Aber wenn es dazu kommen sollte und wenn du mich noch einmal triffst, dann würdest du eine Ausnahme machen. Ja klar. Hallo? Ich kenn dich, Digga. Das sieht aus wie Haptic Rush. Er hat deine Fresse, Mann. Wie alt bist du? Ich bin 19. Sie ist 18. Kannst sie klären. Hast du einen Freund? Nee, aber... Ja, dann ist ja easy. Dann ist das ja so easy. Nein, sie hat verdammt hohen Standard. Was muss ich ändern, um deinen Standard zu entsprechen? Ich weiß, das ist jetzt noch nicht so beeindruckend, aber ich kann mal ein bisschen Masse aufbauen, okay? Nee, also das alleine reicht nicht. Oder wie wär's, wenn ich mein ein bisschen trainiere? Oh mein Gott, du hast eine eigene Klimaanlage. Ihr Vater verkauft die? Krieg ich Rabatt, wenn ich mit ihrer Tochter zusammen bin? Oh, ich sehe aus wie ein Typ, also nein. Echt, du siehst aus wie ein Typ? Ja, was ist, wenn ich mit dem Sohn zusammen bin? Ja, der kriegt safe nie eine Freundin ab, Digga. Oh, den hat sie schon, Digga. Das ist ja auch von TikTok, Digga. Der kriegt keine Freundin ab. Jetzt sah Horst raus. Ja, ich nicht. Warte. Warum läuft dein Bruder halb nackt neben dir rum? Das hat so ein bisschen die Alabama-Vibes. Mama, steh mal auf. Was hat das? Folgt alle Rift Zone auf Twitch, Digga.